Wenn man sich Jüterbog von Süden nähert, sieht man schon von weitem die gewaltige Nikolaikirche. Mit ihren zwei unterschiedlichen Türmen überragt sie die ganze Stadt. Viele hundert Jahre ist sie alt. Und viele hundert Jahre ist es auch schon her, dass die Jüterbocker überlegten, eine so schöne Kirche müsse auch eine besonders große, schöne Glocke bekommen. Weil eine solche Glocke teuer war, trugen die Bürger alles Gold und Silber herbei, was sie entbehren konnten. Daraus ließen die Ratsmänner eine Glocke gießen. Die hatte einen so herrlichen Klang wie keine weit und breit. Wenn sie morgens läutete, wie blieben die Leute auf den Straßen stehen und lauschten. Läutete sie mittags, vergaßen die Hausfrauen die Suppe sogar auf dem Herd und steckten ihre Köpfe aus dem Fenster. Und beim Abendläuten war es, als hielte die ganze Stadt den Atem an. Das konnte natürlich kein Geheimnis bleiben. Bald wussten die Dörfer in der Umgehung von der einmaligen Glocke. Die Kunde verbreitete sich rasch und drang schließlich bis nach Magdeburg. Dem Erzbischof wollte es nicht aus dem Kopf gehen, dass die Jüterbocker eine so schöne Glocke haben sollten als der Dom zu Magdeburg. Er beratschlagte mit den Domherren, was zu tun sei. Eines Tages brach er mit einem großen Gefolge auf, um sich selbst vom Klang der Wunderglocke zu überzeugen. Den Jüterbockern schwante Schlimmes. Wenn der Klang der Glocke den Erzbischof gefiel, wollte er sie bestimmt für Magdeburg haben. Also durfte die Glocke ihm nicht gefallen. Eifrig überlegten sie. Dann stiegen der Türmer und noch ein paar kräftige Männer in den Turm und umwickelten den Glockenklöppel dick mit Säcken und Tüchern. Bald darauf zog der Erzbischof mit seinem Gefolge in Jüterbog ein und befahl, die Glocke zu läuten. Der Türmer gehorchte. Ein dumpfer Klang wälzte sich durch die Straßen und Gassen. Enttäuscht lauschte der Kirchenfürst. Dann lachte er und rief, wenn das der schöne Klang ist, dann mögen die Jüterbocker ihre Glocke getrost behalten. Für Jüterbog ist sie gut genug. Als er abreiste, sahen die Jüterbocker dem Erzbischof lange nach. Dann stiegen sie auf ihren Turm und wickelten den Klöppel wieder aus.